Mois hat sich geäußert zu dem Diss gegen seinen ehemaligen Bruder Maestro. Die beiden waren ja damals Keller Bräs, das wisst ihr alle noch, ne? Maestro seinen Job gekündigt, um Mois da im Keller beiseite zu stehen. Maestro hat sich hier beidseitig das Wort Keller tätowieren lassen. Die Brüderschaft fürs Leben ist dann aber doch nicht ein Leben lang gewesen, denn da herrscht wohl eisige Stimmung mittlerweile. Mois, kurzes Statement über Maestro, wieso die beiden keinen Kontakt mehr haben, plus über Bushido. Kleiner Anfängerfehler hier vom TikTok.de-Videos-Kanal. Ja, Bushido schreibt man in all caps. Danke. Jetzt geht's los. Da muss man eine Sache sagen. Bei Attila muss man eine Sache sagen. Attila war immer eigentlich ein guter Junge, wirklich. Er hat nur einmal irgendwann so eine Story gemacht und gesagt, ich werde niemals mit allem zu tun haben. Was? Hat er selber gesagt. Also ich wurde nie gefragt, ich habe nichts gesagt. So. Ich habe auch gar nichts gehört, als ich im Knast war. Danach kam ich raus. Also wir haben einfach nichts mehr gehört. Das also wo Mois im Knast war, oder was, hat Maestro eine Story gemacht, ich werde niemals mit Alim zu tun haben. Ja, davon habe ich jetzt nichts mitbekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber gut. Das ist die Wahrheit, mehr nicht. Und danach hat man einfach gar nichts mehr gehört. Und irgendwann war eine Story, ne, wir werden niemals miteinander zu tun haben. Die habe ich halt gesehen und er hat halt meinen Sohn in der Hand gehalten, der schon geboren war. Und meine Tochter, die schon geboren war und die er aufwachsen gesehen hat, mit mir im Krankenhaus war. Und wenn man sowas postet, ist halt so, man wird schon ein bisschen verletzt. Und deswegen diese Line mit Maestro Streamingzahlen sind gesunken. Aber das ist jetzt kein Disrespect. Das ist halt die Wahrheit. Meine Streamingzahlen sind auch gesunken. Ja, komm, hör auf, ja. Dann hättest du auch jeden anderen nennen können, wenn es darum geht, ach, meine sind ja auch gesunken. Ne? Die von allen sind gesunken. Dieses Relativieren und dieses ins Ruderboot setzen, nur weil er gemerkt hat, dass das überhaupt nicht gut ankommt, dass er Maestro disst, finde ich sehr, 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 sehr scheinheilig. Steh doch dazu, dass du ihn gedisst hast. War da auch kein harter Diss. Ne? Aber trotzdem ist es ehrenlos. Wir haben überlegt, was der alles gemacht hat für den Keller. Und damit muss man halt fertig werden. Es ist so. Und ein Song, Bruder, gibt man 5 Wochen davor ab. Und wir sind nicht Alim und Ruyub. Ich heiße Alim, aber nicht Alim und Ruyub, der das Verborgene weiß. Das ist nur Gott. Und deswegen weiß ich nicht, wann welches Kind kommt, circa. Und den Song gibt man 5 Wochen davor ab, damit er in die Listen kommt. Wer könnte das gar nicht wissen? Und deswegen gehen an diesen Bruder ganz besondere Grüße raus, auf ganz süß. Und gegen den gab es nie Hass. Der ist süß. Der war auch immer süß. Der wird auch immer süß sein. Kuss geht raus an ihn. Aber diese Story mit, wir werden niemals dieser Furz hier, ist auch süß. Damit man auch weiß, das war ein Statement, das ist mein Statement. Jetzt müssen wir wirklich nichts mehr miteinander zu tun haben. Mit auch wem? Ganz süß. Aha. Also gab es irgendeine Story, wegen der war er sauer? Aber alles gut und nur Liebe und der war eigentlich immer süß. Oh. Mit dem Bre. Grüße gehen raus, Digga. Ich muss zu Bushido noch was sagen, bitte. Dann höre ich auch. Das ist 3 Jahre nichts. Zu Sushido, egal was er. Er nennt ihn einfach immer noch Sushido, Digga, ja. Das war noch nie lustig. Sushido, Alter. Tut. Ich bin stolz drauf, was er tut. Zum Beispiel, wenn er mich erwähnt, dieser Song, was jetzt kam. Bevor er rauskam, hat Bushido auf TikTok gelegt, ich bin das Signing. Und Bruder, auf Twitter, Alter, nicht auf TikTok. Er denkt, er fickt mich dadurch. Aber weißt du, was ich am krassesten finde? Es ist Bushido. Und wie ihm einfach hier jemand so ein Cappy aufgesetzt hat, ne? Ich finde nur noch der Cowboy-Hut mit dem Schnurrbart, Digga. Alter. Aber weißt du, was ich am krassesten finde? Es ist Bushido. Und Bushido. Er wartet auf meinen Song, um das zu leaken. Und das ist krass. Also ich bin geisteskrank stolz drauf. Als damals hat er gemacht? Kam, ne, der versucht immer so, also er denkt, dass er reinkackt, wenn ich Moves vorhab, wenn er was leakt oder so. Aber ich finde das krass. Kiss dein Herz. Warum leakt das eigentlich Buh? Also was heißt leakt? Der hat das ein paar Stunden vorher... Hat er auf einen Tweet reagiert, einer von etlichen, wo alle gesagt haben, oh, Gene ist das neue Signing bei BBM, er ist jetzt von EGJ weg und so weiter. Also er hatte auch schon irgendwie auch was damit zu tun mit diesem Gerücht, ja. Er hatte schon auch etwas damit zu tun mit der ganzen Chose und er hat einfach gesagt, viel Spaß mit Mois. And that's it, ja.
Auf einen von denen hat er da mal reagiert. Aber woher weiß Bushido das? Ich wusste das auch 3 Tage vorher, Bruder. Ja, also Bushido hat ja auch Kontakte. Nicht nur in die Unterwelt, ne? Sondern auch in die Szene, ne? Und da hat sich das mit Sicherheit schon rumgesprochen über 5 Ecken. Wenn er was liegt oder so. Aber ich finde das krass. Also ich habe gegen den gar nichts. Wenn der mich erwähnt oder so, finde ich das eher cool. Zum Beispiel auf Song kamen irgendwelche Lines über mich und so. Bruder, als ich klein war, haben wir Bushido gehört. Und jetzt war ich halt auf einem Song. Ja. Eines der letzten Songs seiner Karriere. Und das ist krass. Also das finde ich hart. Und deswegen wollte ich mich bei ihm hier öffentlich bedanken, dass er immer wieder mich so krass supportet und unterstützt. Ich glaube schon, dass ihn das wurmt, ja, dass er gedisst wird. Und ich glaube auch, dass ihn das wurmt, dass er kein gutes Feedback für seinen Rap bekommt. Und ich meine das wirklich genau so, Wallah. Also ich finde das, also er hat mir, ob es will oder nicht, den krassesten Support der Welt gegeben. Indem er mich in Vlogs erwähnt hat, indem er mich da erwähnt hat und hier in Songs und da. Also er hat aus mir halt so eine Figur gemacht, gegen die er kämpft. Und das ist geisteskrank. Rivale. Das ist Bushido, Digga. Und egal, was man sagt, seine Musik war King. Ist noch immer King. So. Es ist genauso. 4-7 hat irgendwie gar keinen Bock, ne? Es ist. Und das ist für uns Ehre. Bushido. 4-7 überdenkt gerade sein komplettes Leben, Digga. Wie bin ich hier reingeraten? Verdammte Axt. Jetzt, wie er lebt, finde ich trotzdem cool. Er ist in Dubai. Er ist so, er will mit gar keinem Problem zu tun haben. Er ist für seine Familie da. Er kauft sich einen Van. Und ich finde das gut. Voilà, das finde ich cool. Egal, was man sagt, er ist hier nicht irgendwo drin, hier labert irgendwas, der ist auch ganz entspannt. So ist ganz entspannt. Bushido, Bruder, erwähne mich auch ein, zweimal, aber wie du machst irgendwas Falsches. Bruder, erwähne uns bitte weiter. Bitte. Wer ist der oben rechts? Ich bin echt nicht drin in der TikTok-Szene und ich glaube, das ist echt was Gutes, Digga. Du weißt nicht, wie viele News das macht und Schlagzeilen und News-Videos. Das ja. Ist das, Bruder. Bitte mach mal weiter. Wenn ich das jetzt nicht mehr machen, weil ich das gesagt habe, Mann. Wir hätten nicht leaken sollen. Wir hätten so tun sollen, als ob das wolle. Ah, aber Bushido, uns juckt das gar nicht. Nein, wir sind sogar sauer, wenn du uns erwähnst. Erwähn uns bitte nicht, bitte. Erwähn uns nicht, Bruder. Erwähn uns. Bruder, es kommt Diss-Track, wenn du mich Avengers. Digga. Ist das gleich vorbei, ja? Erwähn uns bitte nicht. Oh mein Gott, ja, ich renne. Digga, der kann ja keinen geraden Satz sprechen hier. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Like, dislike, disabled by owner. Das heißt ja was Gutes hier, ne? Wenn die Like-Dislikes hier deaktiviert sind, ne? Kam auf jeden Fall gut an, glaube ich, hier das Statement von Mois. Starkes Statement auf jeden Fall, ne? Sind wir auf jeden Fall im Bilde jetzt hier, meine Freunde. Nice.